Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass du wieder da bist. Amazon hat den Black Friday ausgerufen und zum Black Friday gab es für mich den neuen Amazon Dot dritte Generation. Ich habe bisher die zweite Generation im Einsatz gehabt. Wir wissen ja, die erste Generation ist nie in Deutschland erschienen und dann gab es die zweite Generation, die habe ich hier gekauft und die stand jetzt auch jahrelang bei mir im Badezimmer an der Sauna und hat mich mit Nachrichten und Hörbüchern und ein bisschen Content versorgt. Aber das Ding ist in die Jahre gekommen und zur Black Friday Geschichte gab es das Ding, das ursprünglich 80 Euro kostet, für 22 Euro zum Schnäppchenpreis und ich war dabei. Und ich will euch mal zeigen, wo sind die Unterschiede, was ist möglich. Ich schneide es wieder mal auf und richtig aufschneiden und mach mal die Klappe auf. Es hat sich vor allem erstmal das Plastik alles runter, das Design geändert. Machen wir hier mal alles runter. Das Ding ist ja nach wie vor so eine Art Eishockey-Puck. So, das ist der neue. Es fällt auf, dass, es fällt auf, dass kein Amazon-Logo da steht. Hier stand noch das Amazon-Logo drauf. Das Ding ist größer. Wir sehen es hier. Ich klicke es mal so. Der neue ist größer und er ist runder. Das Design ist deutlich runder. Hier hatten wir Ecken, Kanten und hier ist alles abgerundet. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Dass er ein bisschen größer ist, stört mich persönlich nicht. Er hat jetzt hier so eine Art Stoffverkleidung. Da gibt es verschiedene Farben. Ich habe hier die violette, soll es sein. Naja Gott, so viel Violett sehe ich jetzt nicht, aber ist egal. Inhaltlich hat sich was geändert. Der alte, der hatte 7 Mikrofone an Bord in der zweiten Generation. Der neue hat nur noch 4 Mikrofone an Bord. Was ich aber gelesen habe, soll es keinen Unterschied machen. Das Ding hier hört genauso wie der. Der Sound, und da ist der große Unterschied. Der Sound hier war sehr blechern. Also man konnte das Ding wunderbar nehmen für Hörbücher, für Nachrichten. Man konnte seine Kommandos geben. Das hat alles gepasst. Aber wenn man Musik gehört hat, hat man das Gefühl gehabt, man hat so Walkman-Boxen oder so Computerboxen der alten Generation noch gehabt. Es klang eigentlich blechern. Man hat eigentlich keine richtige Lust gehabt, hier Musik zu hören. Das konnte man machen, wenn die Dusche lief, da hat man sowieso die Musik nicht gehört. Aber wenn ich in der Sauna entspannen wollte und ein bisschen was Lauteres gehört habe, war es eigentlich blechern. Und hier, das Ding hier soll fetten Sound bringen. Also das finde ich ganz okay. Was ist auch neu, wenn wir mal hinten gucken, mal hier und hier, beim alten hier hatten wir Micro-USB als Ladekabel. Das heißt, das Ding konnte ich an der Powerbank hängen oder sonst irgendwas. Das hat der neue nicht mehr. Ich schaue mal kurz rein, was der neue hat als Anschluss. Er hat, und ich weiß nicht, ob das mir gefällt, eine eigene Stromversorgung, ein eigenes Steckerle, das kennen wir hier. Das passt hier in den alten nicht rein, das passt nur in den neuen ran. Er hat weiterhin den Klinkenausgang 3,5 mm, falls ich doch noch irgendwelche Boxen ansteuern möchte, aber will ich eigentlich nicht, weil ich habe ja das kleine Ding. Also da die Stromversorgung ist der große, große Unterschied. Oben, wenn man drauf schaut, die Kommandoflächen sind die gleichen. Ich habe hier lauter, leiser, wie vorher auch, und ich habe Einschalten und ich habe die Mikrofon auf 0. Naja, also da hat sich nichts geändert. Wie gesagt, Klang soll besser sein, Stromversorgung ist anders, Design ist besser, runder, organischer, mit verschiedenen Stoffvarianten. Also violett ist es wirklich nicht. Naja gut, also in diesem Sinne, das kommt jetzt in mein Badezimmer zur Sauna und der kommt vielleicht in den Keller. Mal schauen. Also, in diesem Sinne, einen schönen Tag, habt's euch wohl und vielleicht kauft ihr euch den ja auch. Alexa, sag was. Naja, okay. Danke, macht's gut und einen schönen Tag.